Engel. Hiobs Botschaft. Brandland. Jubiläumsausgabe. Dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 18. Hör dir dies an, Hiob. Steh still, um die Wunder Gottes zu betrachten. Weißt du, wie Gott ihnen Auftrag gibt, wie das Licht seiner Wolke aufstrahlt? Hiob, Kapitel 37, Verse 14 und 15. Weiter kann ich dich nicht bringen, sprach der Engel dicht neben ihrem Ohr und setzte zum Landeanflug auf einem grünen Bergrücken an. Sie nickte lächelnd. Noch einmal genoss sie das Gefühl des Windes in ihrem Gesicht, die starken Arme des Engels um ihre Taille und das mächtige Spiel seiner Flugmuskeln in ihrem Rücken. Voller Freude sogen ihre Augen den vorbeihuschenden grünen Flickenteppich der wilden Berglandschaft unter ihnen auf. Das letzte Stück musst du allein zurücklegen. Ich kann dich auf diesem Weg nicht begleiten. Erklang die melodische Stimme des Engels erneut an ihrem Ohr und wieder nickte sie. Dann war es auch schon soweit. Weich bremste der Engel ihren Sinkflug ab. Die Bergluft rauschte laut in seinem weißen Gefieder und er setzte sie sanft auf dem moosbewachsenen Felsboden ab. Mit einem tiefen Atemzug breitete sie die Arme aus und sah über die Schulter, um dem Engel zu danken. Doch dieser hatte sich bereits wieder hoch in die Luft erhoben und sie konnte ihm nur noch einmal zuwinken, ehe er in einem weiten Bogen zum Rückflug ansetzte. Sie sah ihm noch nach, bis er am Horizont zwischen ein paar Berggipfeln verschwunden war. Dann wandte sie sich um und begann den steinigen Pfad zu folgen, der sich über den Bergrücken dahinschlängelte. In Oslo gab es Reittiere im Übermaß. Unzählige Flüchtlinge waren zu Pferd in der großen Hafenstadt angekommen und hatten ihre Tiere zurückgelassen, sobald sie auf einem der Schiffe nach Süden einen Platz gefunden hatte. So konnte Eliphas für sie in den Ställen des östlichen Klosters eine Reihe hervorragender Rösser auswählen, was den Rest seiner Rotte nach der gefährlichen Seereise wieder etwas versöhnlicher stimmte. Keiner von ihnen hätte es gewagt, sich gegen den Kompteur aufzulehnen, aber seit dem Tod des Rottmeisters waren die Stimmungen in der Rotte immer etwas gespannt. Eliphas hatte noch keinen neuen Rottmeister benannt, weil keiner der Beutereiter geeignet schien oder von sich aus Anstalten machte, die Vermittlerposition zwischen Kompteur und Rotte zu übernehmen. Das Einzige, was Hiob von seinem Pferd verlangte, war, dass er ihm keine Anweisung zu geben brauchte und es einfach immer brav den anderen Tieren hinterherlief. Eliphas hatte ihm bei der Auswahl der neuen Pferde das ein oder andere Tier angeboten, mit dem er seine Reitkünste hätte weiter verbessern können. Hiob hatte dankend, aber bestimmt abgelehnt. Jetzt saß er auf dem Rücken eines sandfarbenen Ponys, das unbekümmert zwischen den anderen Tieren einhertrabte und sich von nichts aus der Ruhe bringen ließ. An den ersten beiden Tagen waren sie auf der langen, ansteigenden, breiten Straße gut vorangekommen. Doch dann wand sich die Straße immer steiler die Berghänge hinauf und verengte sich zu einem schmalen Bergpfad. Immer öfter schmiegte sich dieser Pfad sich eng an die Flanke eines Berges, so dass auf einer Seite die Felswand steil in den Himmel ragte, während sie auf der anderen jäh in die Tiefe abfiel. Aber auch wenn Hiob nun schon seit mehreren Monaten ohne seine Flügel auskommen musste, machte ihm die Höhe keine Angst. Er hatte sich entschieden, seinem Reittier zu vertrauen, und so waren seine Gedanken viel zu sehr anderen Dingen zugewandt, als dass er den Abgründen, die sie immer wieder passierten, allzu viel Beachtung schenken konnte. Meist dachte er an Zofar zurück, den zornigen, hochmütigen Kapitän des Schiffes, das sie nach Oslo gebracht hatte. Immer noch fragte er sich, woher der unbändige Hass stammte, den der Kapitän des Langschiffes ihm entgegengebracht hatte. Dieser Hass schien nicht nur auf Hiob selbst beschränkt gewesen zu sein, sondern vielmehr seinem ganzen Orden zu gelten. Offenbar schien Zofar in Hiobs Schicksal und dem seines Heimathimmels in Trondheim die Rache Gottes für begangene Sünden der Raguelliten zu sehen.
und diese angebliche Bestrafung durch den Schöpfer war gleichzeitig der Beweis der Schuld. Aber das war natürlich vollkommen absurd. Hiob konnte sich an keine Sünde erinnern, die er je begangen hatte. Im Gegenteil, war er nicht stets ein besonders eifriger und lernfreudiger Raguelit gewesen? Und sein Orden? Seine Brüder und Schwestern konnten wohl kaum alle Sünder sein. Wenn sie gefehlt hatten, dann hatten alle Orden und die gesamte Kirche gefehlt. Und auch wenn Hiob in den letzten Monaten festgestellt hatte, dass er mit vielen Methoden und Traditionen der angelitischen Kirche nicht einverstanden war, konnte er sich doch nicht vorstellen, dass das, wofür die Kirche kämpfte, in den Augen des Herrn eine Sünde war. Schließlich ging es darum, Gottes Schöpfung vor der Verdammnis zu bewahren. Dennoch, während er so auf seinem Pony dahin trabte, schossen ihm die merkwürdigsten Theorien durch den Kopf. Was, wenn es doch nicht Menschen und Engel waren, die einen rechtmäßigen Anspruch auf diese Welt hatten, sondern die Traumsaat? Erschrocken schob er diesen Gedanken von sich. Bei all seinen Zweifeln, so zu denken, war ganz sicher Blasphemie. Aber auch seine nächste Überlegung mündete in einem nicht weniger erschreckenden Ergebnis. Was, wenn es gar keinen Gott gab? Immer wieder quälten ihn diese Fragen auf ihrem Ritt über die Hedmark nördlich von Oslo. Auch Eliphas war seine gedrückte Stimmung nicht entgangen, und als er Hiob darauf ansprach, ließ dieser an seinen trüben Gedanken teilhaben. So eifrig der Kompteur bei ihrem ersten Begegnung darauf bedacht gewesen war, Hiob sein ketzerisches Handeln vorzuwerfen, so unbeeindruckt zeigte er sich jetzt von seinen Überlegungen. »Es ist Krieg«, erklärte Eliphas und blickte gedankenverloren in den wolkenverhangenen Himmel hinauf. Ein einzelner Engel flog knapp unter der Wolkendecke in entgegengesetzte Richtung über sie hinweg. »Es ist eine Sache der Loyalität, weißt du, Hiob? Denk doch nur an das, was du mir in Leipzig über Glauben und Entscheidungen gesagt hast.« Hiob schämte sich. Eliphas erst mit seinen eindringlichen Worten in Gabriels Kloster von Leipzig zu dieser Reise überredet zu haben und ihm jetzt seine Zweifel vorzutragen. Also beschloss er, seine Gedanken auf der weiteren Reise für sich zu behalten. Nach anderthalb Wochen schlängelte der Pfad sich in ein Tal hinab, in dem ein lichtes Wäldchen aus Fichten und Kiefern stand. Etwa eine halbe Stunde, nachdem die ersten Bäume zu beiden Seiten des Weges aufgetaucht waren, drang ihnen zum ersten Mal der Brandgeruch in die Nase. Eliphas ließ sie sofort anhalten und rief sie zusammen. »Es kann sich natürlich auch nur um einen Waldbrand handeln, aber ich will kein Risiko eingehen. Wir kommen Trondheim immer näher und dort hat eine gewaltige Schlacht stattgefunden. Auch wenn das schon eine Weile her ist, besteht die Gefahr, dass hier immer noch Dämonen anzutreffen sind.« Eliphas ließ Hiob seine Lanze aushändigen und auch die Beutereiter zogen ihre Waffen und nickten grimmig. Hiob hatte schon einmal für sie gekämpft und die Aussicht, bei einem eventuell bevorstehenden Zusammenstoß mit der Traumsaat den ehemaligen Engel an ihrer Seite zu haben, ließ sie der möglichen Gefahr etwas gelassener ins Auge blicken. Gerade wollte Eliphas zu weiteren Anweisungen ansetzen, als von Norden auch schon ein leises Summen erklang, das innerhalb weniger Sekunden zu einem lauten Dröhnen anschwoll. Auch die Pferde der Beutereiter hatten es bemerkt und begannen ängstlich zu schnauben und zu tänzen. »Verteilt euch in kleinen Gruppen im Wald!« rief Hiob, und Eliphas nickte. Während die Beutereiter zwischen den Bäumen verschwanden, zog Hiob die Zügel seines Ponys an, das als einziges Tier von den herannahenden Gefahren noch nicht zu bemerkt haben schien, und eifrig an einem Büschel kurzen, harten Grases knabberte. Die Lanze unter einem Arm im Anschlag lenkte er das Tier auf den schmalen Pfad zurück. Das brummende Geräusch war nicht mehr lauter geworden, und Hiob ließ sein Pony langsam zwischen den Bäumen auf seinen Ausgangspunkt zutrotten. Als er nach einigen Metern eine Wegbiegung erreichte, schien das Tier zu bemerken, dass etwas nicht stimmte. Nervös legte es die Ohren an und warf den Hals zurück. Als dann plötzlich der glänzende Leib einer riesigen schwarzen Libelle vor ihnen auftauchte, stieg das Pony mit einem erschrockenen Wiehern in die Höhe und warf den überraschten Hiob rücklings aus dem Sattel, bevor es in vollem Galopp im Wald verschwand.
Keuchend sprang Hiob wieder auf und starrte die bestimmt 4 Meter lange Traumsaatkreatur an. Bisher hatte der geflügelte Dämon über einer reglos auf dem Wald kauernden Gestalt geschwebt. Doch nach der panischen Flucht des Ponys hatte das Geschöpf des Herrn der Fliegen die glitzernden Facettenaugen auf Hiob gerichtet, der jetzt allein auf dem Weg stand. In dem kurzen Augenblick, in dem die Kreatur offenbar nicht wusste, ob sie sich wieder in ihrem ersten Opfer zuwenden sollte oder ob Hiob die ernstere Gefahr darstellen würde, konnte er erkennen, dass der Boden um die bewegungslose Gestalt verbrannt war und noch immer schwach rauchte. Doch der braune Stoff ihrer Kleidung schien vollkommen unversehrt zu sein. Aber Hiob hatte keine Zeit, die Szene länger zu mustern, denn mit einem Mal wurde das Sirren einer gewaltigen Flügel lauter und höher und die höllische Libelle setzte in sich in Bewegung und schoss direkt auf ihn zu. Hiob wich einem Flammenstrahl mit einer Rolle zur Seite aus und schlug mit seiner Lanze nach dem vorbeirauschenden Libellenkörper. Doch das Monster war zu schnell und setzte hoch über ihm schon wieder zum Sturzflug an. Erneut gelang es ihm, dem tödlichen Flammenstrahl mit einem Sprung auszuweichen. Doch diesmal verfehlte ihn das Feuer nur knapp und schlug in die Kiefer ein, deren harziges Holz sofort lodernd Feuer fing. Immer wieder spie die Kreatur Hiob mit flammendem Odem entgegen, doch jedes Mal gelang es ihm, den sicheren Tod auszuweichen. Mittlerweile stand der ganze Wald um ihn herum in Flammen. Mehrere große Nadelbäume waren getroffen worden und hatten sich trotz der feuchten Luft in riesige Fackeln verwandelt, von denen das Feuer jetzt bereits auf die umgehenden Bäume übergriff. Verzweifelt überlegte Hiob, wie es ihm gelingen könnte, den Dämon zu verwunden. Aber er war hier am Boden und das riesige Wesen war in der Luft. Und wie es aussah, hatte er genug damit zu tun, den gefährlichen Attacken auszuweichen. Doch wie lange würde ihm das gelingen? Mehrmals hätte ihn das Feuer fast erwischt. Seine Kleidung war bereits angesenkt, und je länger der Kampf dauerte, desto mehr Gefahr ging von dem brennenden Wald um ihn herum aus. Die einzige Chance war, die braun gekleidete Gestalt, die immer noch reglos am Boden kauerte, zu packen und zu versuchen, zwischen den lodernden Bäumen zu entkommen. Das dachte er, während er einem brennenden Ast auswich, der funkensprühend neben ihm auf den Boden krachte. In einem günstigen Moment sprang er zu der Gestalt hin und legte ihr einen tätowierenden Arm um die Schultern. Er hatte befürchtet, sie sei schon tot oder zumindest so schwer verletzt, dass sie sich nicht mehr bewegen konnte. Aber als er jetzt neben ihr kniete, stellte er fest, dass die Gestalt betete. Als sie den Blick erhob und ihn ansah, traf hier fast der Schlag. Es war Anne. Die Überraschung hatte Hiob so sehr in den Bann geschlagen, dass er keine Worte hervorbrachte und sie nur anstarren konnte. Auch den Libellendämon in seinem Rücken hatte er vollkommen vergessen. Gerade wollte er Anne stotternd fragen, wie um alles in der Welt sie hierher gekommen sei, da traf sie von hinten ein lodernder Flammenstrahl. Doch statt des heißglühenden Schmerzes, den Hiob erwartete, verspürte er nur, wie ihn ein warmer Luftzug umspülte. Überrascht sah er Anne an, aber sie lächelte nur entrückt und drückte seine Hand. Dann erhob sie sich und zog ihn mit sich. Während sie mit einer Hand immer noch die seine festhielt, deutete sie mit der anderen erst auf seine Lanze und dann auf die Riesenlibelle, die erneut zum Angriff ansetzte. Hiob nickte wie in Trance und ergriff die Lanze mit beiden Händen. Annes Hand lag jetzt leicht auf seiner Schulter. Als der Dämon diesmal tief über dem Boden auf sie zuraste, sah Hiob ihm direkt in die kalten, funkelnden Insektenaugen. Als die Kiefer des schwarzen Schädels sich öffneten und der tödliche Flammenstrahl hervorbrach, schloss er für einen Moment die Augen, sah dann aber wieder hin und stieß der Kreatur seine Lanze tief in den weit geöffneten Rachen. Die Wucht des Anfluges ließ die Libelle bis fast zu Hiobs Händen des Lanzenschafts herunterrutschen, bevor die Waffe sich mit einem lauten Knall entlud und kleine bläuliche Blitze aus dem schwarzen Libellenleib schlugen. Hiob und Anne wurden rücklings zu Boden geschleudert und starrten die aufgespießte Traumsaatkreatur misstrauisch an. Doch die Lanze hatte ihre volle Wirkung entfaltet
und der mächtige Körper der schwarzen Libelle lag reglos vor ihnen auf dem Pfad. Langsam half Hiob Anne hoch und sah sie an. Sie trug die einfache braune Tracht ihres Ordens und hatte nur eine Pilgertasche bei sich. »Wie hast du das gemacht?« brachte er endlich hervor und wusste nicht so genau, was er damit meinte. Ihre Flucht aus Cluny, die Anwesenheit in dieser Gegend oder die Sache mit dem Feuer. Sie schüttelte den Kopf und faltete kurz die Hände vor der Brust, bevor sie gen Himmel wies. »Du hast gebetet? Und Gott hat das getan?« fragte Hiob ungläubig. Sie nickte eifrig. »Wieso kannst du nicht sprechen? Was ist geschehen?« Sie zuckte nur die Achseln, trat dann aber mit einem erschrockenen Blick in den Augen an ihn heran und strich über seinen Rücken. »Die Traumsaat«, seufzte Hiob. »Meine Flügel wurden in einem Kampf gegen sie verbrannt, als ich auf dem Weg war, dich in Cluny vor den Dämonen zu warnen.« Sie sah ihn jetzt lange an, ehe sie ihn zum ersten Mal seit ihrem überraschenden Wiedersehen umarmte. Sie hielten sich lange schweigend umschlungen, und Hiob rasten unendlich viele Fragen durch den Kopf. Als Anne ihn plötzlich losließ und erschrocken auf den toten Libellendämon wies, war ihm ganz schwindlig. Doch ein Blick auf das schwarze Ungetüm ließ die Verwirrung sofort von Hiob abfallen. Der lange Hinterleib der Libelle hatte zu zucken begonnen, und Hiob wusste, dass es nicht mehr lange dauern konnte, bis die Brut aus ihrem Inneren hervorbrach. Mit einer schnellen Bewegung zog er die Lanze zwischen den starren Kiefern hervor und nahm Anne wieder bei der Hand. »Schnell, wir müssen weg«, sagte er, und zog sie in die Richtung, aus der er gekommen war, auf den Weg. »Meine Leute haben sich hier im Wald versteckt.« Die Beutereiter hatten sich an den Rand des Tals zurückgezogen und sich wieder an der Stelle gesammelt, an der der Pfad über den letzten Bergkamm führte. Sie jubelten, als sie Hiob und die Begine sahen und erklärten ihnen in kurzen Worten, was geschehen war. Eliphas beschloss, unter einem Felsvorsprung abseits des Weges ein Nachtlager aufzuschlagen. Er stellte Wachen auf, die das sich langsam ausbreitende Feuer im Tal beobachten und nach der aufsteigenden Brut des Libellendämons Ausschau halten sollten. Am nächsten Morgen hatte der Regen, der in der Nacht von Süden her herangeweht geworden war, das Feuer weitgehend gelöscht. Die Brut hatte die Wachen nicht entdecken können, aber Eliphas und Hiob waren sich einig, dass der Insektenschwarm sich irgendwann in der Nacht unbemerkt zwischen Rauchschwaden erhoben haben musste und sie jetzt sicher das Tal passieren konnten. Hiobs geflohenes Pony war nicht wieder bei ihnen aufgetaucht, und so verteilten sie ihre Vorräte von den beiden Packpferden auf die Tiere der Beutereiter, damit Hiob und Anne nicht zu Fuß gehen mussten. Die Brut der Traumsaat war tatsächlich aufgeflogen und hatte nur den leeren Chitinpanzer ihrer Brutmutter zurückgelassen. Wie erwartet waren die kleinen Insekten verschwunden, als sie durch den verbrannten Wald ritten, aber nicht, ohne noch eine grausige Spur zu hinterlassen. Hiobs durchgegangenes Pony musste auf seiner Flucht vor den Dämonen und dem Feuer die Flugbahn des Brutschwarms gekreuzt haben, denn sie fanden seinen Kadaver unweit des Pfades. Die Nüstern und Augenhöhlen des Tieres waren nur noch zerfressene Löcher. Sein Bauch war aufgeplatzt und in der gähnenden Höhle unter den schlaffen Hautfetzen waren nur noch ein paar bleiche Rippen zu erkennen. Die Pferde waren wegen des allgegenwärtigen Brandgeruchs ohnehin schon nervös und wichen erschrocken vor dem entsetzlichen Kadaver zurück. Aber auch Hiob und die Beutereiter hatten nicht das Bedürfnis, das tote Pony näher zu untersuchen, und so beeilten sie sich voranzukommen, damit sie das Tal bald hinter sich lassen konnten. Als Galuis Schiff sich dem Hafen von Trondheim näherte, wunderte Wittgenstein sich nicht, dass der Kaufmann keine Nachricht von seinem letzten Segler hatte. Am nordöstlichen Horizont erhob sich die schwarze Rauchwand des Brandlandes, und auf einem Berg über der Stadt loderte eine gleißend weiße Flammensäule in den Abendhimmel. Ein Fegefeuer musste unweit der Stadt vorübergezogen sein, und die Traumsaat hatte den Himmel der Raguliten angegriffen und in Schutt und Asche gelegt. Als sie in den Hafen einliefen,
stellte Wittgenstein überrascht fest, dass in der Stadt schon wieder ein erstaunlich normaler Betrieb herrschte. Diejenigen, die fatalistisch oder fromm genug gewesen waren und trotz der Bedrohung geblieben waren, gingen wieder in ihren Geschäften nach, und Galuis Schiff war nicht das erste, das wieder Waren nach Trondheim brachte. Aber nicht nur die Kauffahrer kehrten in die Stadt zurück, auch die ersten Glücksritter waren aufgetaucht, um das ein oder andere verlassene Geschäft zu übernehmen. Es fiel Wittgenstein nicht schwer herauszufinden, dass die Jean tatsächlich im Hafen gelegen hatte, kurz bevor die Katastrophe passiert war. Offenbar hatte ihr Kapitän dann jedoch nicht weiter geplant, seine Ware an Bord genommen, um nach Frankreich zurückzusegeln, sondern war voll beladen mit Flüchtlingen aus dem Hafen ausgelaufen, vermutlich mit Kurs auf den nächsten norddeutschen Hafen. Was den Engel anging, hatte er weniger Glück. Bisher waren hier noch keine gefangenen Eskorten mit einem flügellosen Engel aufgetaucht, und Wittgenstein fragte sich, ob sie wohl noch kommen würden, wenn sie unterwegs erführen, dass der Himmel der Raguliten vernichtet worden war. Nachdenklich stand er an der Reling des bauchigen Schiffes und blickte zur lodernden Ruine des Himmels hinauf. Sollte er die Sache einfach auf sich beruhen lassen und sich von dem Kapitän einfach an irgendeinen Festlandshafen absetzen lassen, ehe er ihn mit den Ereignissen seiner Nachforschungen zu Galui zurückschickte? Oder sollte er lieber hier am Ende der Welt bleiben und weiter nach dem gefallenen Engel suchen? Wittgenstein wusste es nicht.